Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ich habe jetzt bewusst hier den Ladebildschirm an, denn das Credo meines Kanals ist ja Community-Arbeit und die größte Leistung der Community bei Pillars of Eternity war bislang eigentlich mehr oder weniger nur die Kickstarter-Finanzierung. Aber ich habe jetzt zwei Folgen aufgenommen und schon habe ich einen Mod installiert. Und zwar, wenn ihr es mitbekommen habt, die Texte waren ja teilweise noch sehr schlecht übersetzt und vor allem, ich spiele einen weiblichen Charakter und wird trotzdem männlich angesprochen. Deshalb habe ich die erste Mod installiert, nämlich Deutsch mit Patch. Und noch eine weitere, die ich gleich selbst gebastelt habe und die auch jeder selbst leicht basteln kann, im Spiel selbst. So, dann zurück. Fortfahren. Gewandtheit wirkt sich auf die Aktionsgeschwindigkeit von Charakteren und oft sowie auf deren Reflexe aus. Sie kann auch in Dialogen und geskripteten Interaktionen verwendet werden, wenn eine hohe Fingerfertigkeit oder Schnelligkeit erforderlich ist. Braucht länger zum Laden, als ich gedacht hätte. So, da sind wir zurück. Wir waren zuletzt hier hinten und haben ein Lager entdeckt, wo aber niemand mehr war. Dann werden wir jetzt mal in diese Richtung gehen. Unser kleiner Wyvern flattert uns hinterher. Es hat zwei Möglichkeiten. Der östliche Abschnitt ist ein gefährlicher Ort voller lauernder Feinde und sorgfältig verborgener Geheimnisse. Aktiviere den Spähmodus, um dich unauffällig zu bewegen und nach verborgenen Objekten wie Fallen und Geheimtüren zu suchen. Kaliska hat Reserven anzapfen erhalten. Schlecht. Dann gehen wir mal in den Schleichmodus. Spähen. Ist das Spähen? Ist das der Schleichmodus? Ah, jetzt haben wir zwei Sets zum Rasten erhalten. Nicht schlecht. Sharp eyes and keen ears. So, wir sind auf Spähmodus. Dann gucken wir hier. Those symbols, just like the tiles. Genau wie die Fliesen, diese Fliesen. Welche Fliesen? Diese Fliesen. Aha, hier. Das ist interessant. Nein, 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 Blatt hier. Aber jetzt müssen wir das mal ansehen. Auf dieser Säule ist ein gestalteter Kreis eingraviert. An ihrem Fuß steht eine unangezündete Feuerschale. Du könntest sie anzünden, wenn dir die Mittel dazu zur Verfügung stünden. Feuer, gottähnliche Voraussetzung nicht erfüllt. Feuerschale mit der Fackel anzünden, weggehen. Feuerschale mit der Fackel anzünden. Rasch entzünden sich die Flammen der Feuerschale und winden sich empor. Ich mach das hier auch mal. Auch hier winden sich die empor. Und hier. Na, nicht du. Du hast doch gar keine Flammen. Ah, doch. Ui, es sind ja noch mehr. Interessant, so jetzt, aber ich sehe. Ah, hier, das sind die Symbole. Hier die Symbole. Ah, da ist ja jedes Mal, wenn da eine angezündet wurde, ist da vermutlich eine angegangen.
Und jetzt? Aha, hier geht's weiter. Aber hier hat's das nicht mehr. Sind wir noch im Spielmodus? Oh oh. Ein Blob. Und viel mehr sehen wir noch nicht. Wollen wir es riskieren? Ah, wie kitzelt an der Nase. also ihre Ausdauer und ihre Gesundheit. Ja, wenn der so weitermacht. Schwarzer Schleim. Warte mal. Wenn er zurückkommt, nochmal gucken. Wir konnten ja, glaube ich, sehen, was der da an Werten hat. Dann schleiche ich mal noch ein bisschen vor. So, jetzt hier Verteidigung, Schadensreduktion, Missing GUI. Oh nein, das ist ein Bug. Können wir den Bug riskieren? Ah, er greift eh schon an. Gut, wenn er eh schon angreift, dann Mal der Natur führt dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich in einem schwachen grünen Licht leuchten, wenn sie was sie zu einfacheren Zielen machen. Betroffene Feinde leiden unter einer geschwächten Abwehr und verringerten Reflexen. Dann zauber das mal. Du hast, glaube ich, keine Zauber, oder? Nein. Aber sie kann eben einmal pro Kampf Reserven anzapfen. Dann greif du mal an. Yes. Moment mal, da leuchtet nichts grün. Ah, das da. Okay, dann kann Sarah, finde ich, jetzt etwas mehr machen. Serandra. Keine Nutzung mehr übrig. Entzieht der Natur stärkende Kraft und bewirkt bei Gruppenmitgliedern einen sanften Regenerationsreflex und erhöht ihre maximale Ausdauer. Keine Nutzung mehr übrig. Ich habe das doch alles noch gar nicht benutzt. Greif mal eben erstmal ganz klassisch an. What you need? Geringer schwarzer Schlamm, zwei Türkise und Giftplasma. Eine geronnene Masse aus dickem und undurchsichtigem Chili. Gut, dann geht ihr mal wieder in den Spielmodus und schaut, was ihr bei der Leiche findet. Nur eine Mordaxt mit zweihändigem Angriff. Sie schleicht. Where'd that slime come from? Wo ist dieser Schleim hergekommen? Oh. Nein. Das ist auch Schleichen. Da. Untersuchen. Dieser zähflüssige und ölige Dreck bleibt an allen kleben, was ihn berührt. Dann berühren wir das doch lieber nicht. Diese Wand läuft ein viskoser Teppich unter einer schwarzen, teerartigen Flüssigkeit hinunter. Die Formen und Ausbeulungen im Schlamm lassen vermuten, dass etwas darunter liegt,
aber du kannst nicht erkennen, was genau. Den Schlamm mit einem Wasserschlauch abwaschen oder weggehen? Ich bin sehr gespannt, was das ist, deshalb probiere ich's. Du spülst den Schlamm weg und deckst das plastische Relief eines Männergesichts auf. Dieser ihm umgebende Sonnenschein ist stellenweise abgeplatzt. Lassen die Einzelheiten seines Kopfes von den dichten Locken bis hin zu den Furchen seiner Spitzohren immer noch bemerkenswerte Handwerkskunst erkennen. Eine Augenhöhle ist leer, die andere füllt ein Juwel. Du hast einen Gegenstand verloren, einen vollen Schlauch. Warte mal, Kaliska. Die andere füllt ein Juwel, aber sie hat ein Juwel. Nicht Tagebuch. Zurück. Da, ja. Hier, da, kleiner Schild. Was ist das hier? Aber wir hatten noch die Jade. Wenn du dich auf einen anderen Charakter zubewegst, entdeckt er dich schneller. Wenn der Auswahlkreis deines Charakters den eines anderen Charakters berührt, wirst du sofort entdeckt. Das Deutsch ist ja noch schlimmer als vorher. Sag mir nein. Was? Das ist einer dieser Seelensteine? Sonst entdecken wir hier nichts. Den Schleien haben wir uns angesehen. Yes. So, Anna, auch certainly. Hier. Und das schleicht euch bitte beide. Was ist das? Das ist das Leuchtdings. Können wir hier noch irgendwas untersuchen? Nein. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit den leuchtenden Symbolen? Weil einen kompletten Weg ergibt sich. Ein kompletter Weg ergibt sich daraus ja nicht. Nicht. Gut. Ah, halt. Einzeln. Wartet. Einzeln markieren. Jetzt haben wir einen. Nein, stopp! What you need? Gut, jetzt können Sie einzeln gehen. Fresh air in here. I think we found an exit. Sounds like a storm path, too. Hey, wir haben es geschafft. So, jetzt kann ich wieder beide markieren und dann können wir da lang. Eine Spinne. Gut, die Angriffsdinger sind alle geklärt. Dann greift mal die Spinne an. Ist jetzt wirklich? Kann sie ihre Druiden-Zauber alle nicht benutzen?
Certainly. Kaum hat sie sich verwandelt, dann ist Niska geht Orm aus dem Weg. Kein Loot in der Spinne, okay. Oh. Beide. Ist wieder so ein Stein. Da scheint ein Feind. Ah, ich glaube, Adler hat schon entdeckt. Aber hier scheint nichts zu sein. Doch, hier. Wenn ich die Mauer jetzt mit Hammer und Meißel schwäche, dann locken wir doch bestimmt den anderen an. Ich probier's trotzdem. Weiter an der Wand meißeln. Nach mehreren langen Momenten beginnst du, auf der anderen Seite ein Licht zu erkennen. Nach einem letzten Schlag wackeln mehrere Steinblöcke und fallen schließlich heraus. Der dadurch entstandene Spalt ist gerade breit genug, dass du dich hindurchzwingen kannst. Du hast einen Gegenstand verloren, Hammer und Meißel. Oh. Ist alles eingebrochen jetzt? Silence surrounds me. Hat uns entdeckt. Okay. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Blut, etwas Fleisch. Fleisch nehmen wir etwas gerne. Certainly. Da liegt noch eine Leiche. Waren die zu zweit? So, jetzt komm. What you need? Schließe auf. Yes. Schleicht beide. Wait. Do you hear that? Hast du das gehört? Oh, guck da! Reliefjuwel. Armbrust. Ich glaube, das Juwel hat er jetzt automatisch in die Kiste gepackt? Nee. Das immer wieder. Bei den Steinen. Pass auf, jetzt schleichen wir uns da nochmal durch. Ich glaube, jetzt haben wir uns erwischen lassen. Gehen wir beide dahin, vielleicht. Was hat er die beim ersten Mal geöffnet? Also die Dings hier war scheinbar nicht. Silence surrounds me. Ah, aufklicken. So, jetzt wo wir das Juwel haben, schauen wir nochmal. Vielleicht können wir das Juwel da einsetzen. Du hast einen Gegenstand erhalten, ja.
Platziere das Juwel in die Augenhöhe. Ja, wir haben es geschafft. Von da an starrt sich das Relief eines Männergesichts an, der im umgebenden Sonnenschein stellenweise abgeplatzt. Lassen die Einzelheiten seines Kopfes von den dichten Locken bis hin zum Furchen seiner Spitzohren immer noch bemerkenswerter Handwerkskunst erkennen. Eine Augenhöhle ist leer, das andere füllt ein Juwel. Platziere das Juwel in die Augenhöhle. Die Kammer beginnt zu poltern und verstreute Felsbrocken tanzen über den Fliesenboden. Letztendlich stürzt ein großer Wandbereich ein. Du hast dein Gegenstand verloren. Engvitanisches Reliefjuwel. Lass dir mal aufhören zu schleichen, wenn das Bild mal kurz rausgeht. Ja, ist ja nichts. Also, geht mal hier hin. Warum? Gut, dann greift an. Und du, bitte wieder Hirsch. Minuten. Ich wollte gerade sagen. Jetzt am besten wieder einzeln. Oh. Und Kaliska? Yes. Nein, hier durch. Nein, ich. Warte mal, schleiche mal. Schwacher Umhang des Schutzes. Umhang des Obsidianordens. Ausgerüstet. Amethyst. Und Anna. Ich glaube, weiter kommen wir hier nicht, oder wie? Mehr gibt's hier nicht. Also wir haben vor allem ein wenig Loot bekommen. Oh. Aber immerhin. Wir haben ein Rätsel gelöst, wir haben das Loot bekommen. Ein oder anderen Feind besiegt. Wieso schleichst du schon wieder nicht mehr? Gut, jetzt könnt ihr aufhören zu schleichen. Nein, abbrechen. Ich wollte nicht rasten. Ich brauche von dir, dass du jetzt da hingehst. Hier hin. Dahin, 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 dahin und rüber. Und oh. Jetzt brauche ich dasselbe von dir, meine gute Serandra. Hat sich da was ergeben? Nun ist ja auch nur die Mauer dahin. Dann hier rüber, hier hin und dann auch auf, sie aufschließen. Dann gehen wir mal schauen. Zum frischen Luftzug hin. Die eine schleicht, die andere nicht. Wartet. Schleicht beide. Und jetzt geht mal da. Ach, eine Spinne. Gut, 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 du. Yes. Schleich bitte wieder. Das ist hier drüben. Hier.
Schwert. Das sollte ich mal vergleichen. Was wir jetzt haben und was wir benutzen sollten. Serandra hat... Oh, das habe ich jetzt ja beinahe vergessen. Ich habe euch ja gesagt, da gibt es noch ein anderes Mod, das ich praktisch selbst gemacht habe und das jeder selbst machen kann. Und das war in dem Fall eine aus einem Screenshot meiner guten Serandra. Ein Bild, das ihr entspricht, das auch aussieht wie sie. Das ist das große Bild und dann gibt es noch das kleine Bild, das funktioniert auch. So, jetzt die Fackel. Fernkampf, bin ich im Fernkampf eigentlich gut. Schaden primär, Genauigkeit ist auch sehr hoch. 20 Druide. Na, ich glaube, das kann ich. Warte mal. Reichweite 12 Meter, Unterbrechung 0,5 Sekunden. Schaden 11 bis 10. Und der Speer hat 12 bis 10. Das heißt, sie könnte damit schon recht deutlichen Schaden machen. Die Mordaxt ist langsam. Macht aber mehr Schaden. Aber nicht genügend mehr Schaden. Und der war gleich, das hatten wir ja schon im Vergleich. Gut. Kann ich von hier aus die Sachen nicht in die große Kiste machen? Doch, wie? Dann machen die Mordaxt auch gleich dahin. Ins Lager schauen. Affen, verschiedene Rüstung. Sie hat ausgerüstet einen Schuppenpanzer, der ist stärker als alles, was wir jetzt noch hier drin haben. Sie könnte aber diesen Umhang anziehen, der scheint Vorteile zu bringen. Das Wolfspelz, die Wölfe des Dürrwalds sind stark und schlau. Da es ihnen an der üblichen Schreuderart fehlt, stellen sie für Reisende, die sich abseits ausgetretener Pfade bewegen, eine ernste Gefahr dar. Macht man auf sie Jagd, bekommt man es normalerweise nicht mit einem einzelnen Wolf zu tun, da sie in Rudeln wechselnder Größe leben. Dies stellt allein jagende Jäger große Herausforderungen. Ihre dichten Pelze werden als Wärmespender geschätzt, und die Zähne der stärksten Wölfe stellen beeindruckende Jagdtrophäen dar. Da sind unsere verschiedenen Edelsteine, die wir jetzt gesammelt haben. Blutsteine sind traditionelle, dunkle, meist tiefgrüne Steine. Die Einschlüsse mit Eisen oder rotem Jaspis, die Blutspritzern ähneln, geben dem Stein seinen Namen und sind auch der Grund für seinen Wert. Adra. Adra ist ein organisches Material mit kristalliner Struktur und schalenförmiger Substanz. Es wächst in vielen Teilen Eoras aus unterirdischen Adern durch den Boden. Man kann es unkompliziert zuschneiden und manipulieren, weshalb es bei Juwelieren als Halbedelstein höchst beliebt ist. Daher wird Adra auch oft komplizierter und schöner als alle anderen Edelsteine zugeschnitten. Türkis. Türkis ist ein amorpher Halbedelstein, opak und blau oder blau-grün gefärbt, oft aber mit dunkleren Einlagerungen durchzogen. Amethyst. Amethysten kann man in vielen verschiedenen Schattierungen finden, aber die violetten werden als die wertvollsten angesehen. Während der letzten Jahrhunderte wurden ständig neue Vorkommen entdeckt, weshalb Amethysten heute nicht mehr denselben Wert wie früher haben. Was haben wir hier noch? Das Skulderfleisch ist zäh und schleimig, was es roh nur für wenige essbar macht. So, jetzt passt auf. Jetzt haben wir hier Kaliska und hier den Umhang.
Und er sollte ihre Werte etwas verbessert haben. Das ist natürlich. Ah ja, Tapferkeit plus 5, Reflexe plus 5, Willen plus 5. Das sind schon recht viele positive Sachen. Gut, wir sind noch im Schleichmodus. Stay quiet. Jetzt nicht mehr. Da kann man noch was untersuchen. Im Netz hängen Fledermäuse, die so groß wie Hühner sind. Na toll. Wie sieht es auf dieser Seite aus? Da kommen wir wieder hin. Hey, wir waren vorhin nur hier. Da waren wir noch nicht. Ach, schon wieder eine Leiche. Hier liegen immer viele Tote rum. Hier gibt's nur einen Helm zu holen. Okay. Halt. Ja. Oh ja. Anja Speeds und ein Hard. So, dann weiter zum nächsten Raum. NSCs mit goldener Namensplakette wurden von Bäckern gestaltet. Gut, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss und sage bis bald, bis übermorgen.